Berseehütte mit dem Diego Wellig hier vom Rhonegletscher, im Ursprung vom Wallis. Und ja, der Diego ist natürlich als Bergführer sehr nah zur Natur. Und er wird uns also ein bisschen erzählen, was für einen Bedeutung Gletscher für uns Walliser haben und natürlich auch, was sich so ein bisschen verändert hat. Ja, Gera, salut zusammen hier vom Rhonegletscher. Wie der Schirm schon richtig sieht, der Ursprung vom Wallis. Früher ist der Rhonegletscher bis ab fast in den Genfersee gegangen oder so vor 10, 12.000 Jahren. Dann hat es der zurückgezogen und dann hat es das schöne Paradies Wallis gegeben, wo wir heute sind. Heute dürfen wir eigentlich so ein bisschen bedauern, dass der Gletscher so stark zurück hat wie alle anderen auch. Aber nichtsdestotrotz sind wir heute hier drauf, mal wunderschöner Tag. Die Gletscher am Wallis sind natürlich nicht nur für die Energiegewinnung, die wir die Staumauern so kennen, ein grosser Einfluss. Nein, auch für das Wasser, wo die Büro, die Landwirte, ob Obst oder Vieh, alle Brüche und wir haben die berühmte Suhne, wo links und rechts die Täler meistens rausziehen, wo nachher die Wiese und Matten dient, die Wasser. Und es wird auch in Zukunft sein, dass wir das Wasser werden vielfältig müssen brauchen und nicht nur für Energie oder auch nicht nur für das Trinken. Und das ist, glaube ich, der grosse Ding, das wir haben, dass das Wasserschluss quasi von Europa wir ein Teil von dem sind. Hier seht ihr natürlich auch genau die Kanta schön, wo früher der Rhonegletscher über die Kanta ist. Also der ist da noch ein bisschen drauf gegangen. Nachher da, wo die Leute links auf der Kanta steht, die Seekanzel, wie ich jetzt das getäuft habe, ist der Rhonegletscher da hinten und total auswärts gegangen. Aber in den letzten Jahren, wie gesagt, ja, aber hier oben seht ihr auch den Strich von der Morana da, was da so um die 1850 ist. Wir haben heute die Chance, dass es natürlich ein super Tag ist. Wir sind zu einer Zeit hier, wo der Gletscher schon aufgetaut ist, die Oberfläche. Darum können wir eigentlich ohne Steine und locker über den Gletscher laufen. Hier